Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch die künstliche Bewegungsunschärfe in Premiere Pro. Was das zu bedeuten hat und was ihr damit anfangen könnt, das zeige ich euch anhand eines Beispiels und ich würde sagen, wir legen gleich los. Wir sind jetzt hier in Premiere Pro und das Einzige, was ihr braucht, ist ein, zwei Clips und den Effekt Transformieren. Dafür geben wir hier im Effektereiter Transformieren ein und ziehen den Effekt hier rüber. So, wir möchten jetzt hier einen etwas stärkeren Zoom auf die Dame hier machen und dafür setzen wir einfach Keyframes im Bereich Skalieren. Stopwatch angeklickt, ein bisschen weiter nach hinten gegangen, hier jetzt eine höhere Zahl eingegeben. Und wir sehen jetzt, hier oben ist der Kopf abgeschnitten, deswegen müssen wir die Position auch nochmal hier justieren. Wir gehen hier nochmal auf den vorderen Keyframe und setzen den, gehen nochmal zurück und dann passen wir das hier an. Was auch schöner ist, ist, wenn wir jetzt die hinteren Keyframes rechtsklick machen und hier langsam ausschwenken. So. Das bedeutet, dass der jetzt einfach ein bisschen langsamer ausschwenkt bei diesem Zoom. So, im Moment ist das jetzt nichts Besonderes, hat nicht viel mit Bewegungsunschärfe zu tun, denn das kommt jetzt. Wir sind im Transformieren-Effekt und haben hier unten die Option Verschlusswinkel. Auf Englisch wäre das Shutter Speed oder Shutter Angle. Und der geht von 0 bis 360. Je höher ihr das dreht, desto größer ist bei einer Bewegung dann auch die Bewegungsunschärfe. Na, wenn ich das jetzt hier mal auf 180 drehe, sieht man noch nicht viel. Liegt aber auch daran, dass der Übergang relativ langsam ist. Das heißt, je schneller, desto mehr kann man auch diesen Effekt hier erkennen. Ich mache das jetzt mal ein bisschen schneller, diesen Zoom. Und jetzt sieht man schon, es zieht ein bisschen schlieren. So, und wenn wir das hochdrehen, noch viel, viel mehr. Na, ich mache es nochmal ein bisschen schneller. Seht ihr schon? Wenn wir jetzt hier mal reingehen, das ist alles hier schon ziemlich unscharf und ist eigentlich ein sehr schöner Effekt. Der ist ja ein bisschen subtiler, aber der hat durchaus eine Wirkung. So, eine weitere Anwendung ist, wenn wir das ganze Bild jetzt nehmen und verschieben möchten, aus dem Bild schieben möchten, zum Beispiel hier als Blende zu dem Clip darunter. Da können wir jetzt einfach hier die Position nehmen, machen hier wieder einen Keyframe, gehen ein bisschen weiter und ziehen mal das ganze Bild hier rüber raus. Raus damit. Zack. Und auch hier benutzt ihr jetzt den Verschlusswinkel von hier unten. Das heißt, das sollte jetzt hier, ihr seht schon, ziemlich verschwommen sein. Schwupp, seht ihr? Na, das zieht jetzt hier richtig hinterher. Wenn man es relativ schnell macht, sieht das dann auch echt gut aus. So, na, seht ihr? Schwupp. Schwupp. Und wenn ihr jetzt hier den Verschlusswinkel mal als Vergleich auf 0 zieht, da ist dann jeder einzelne Frame scharf. Na? Ich ziehe es nochmal hoch. Hier nicht, wenn ich den hochziehe. Ja. Schwupp. Ja, und wenn ihr dann noch einen schönen Swoosh-Soundeffekt dazu macht, dann hat das wirklich eine richtige Wirkung. Ihr könnt genau diesen Effekt auch für Texte und Grafiken verwenden. Sagen wir, wir machen hier mal eine Grafik. Und machen hier eine neue Ebene, einen Text. Und nennen das Ganze mal hier Airport. Nochmal ein bisschen. Wo ist er denn hin? Da ist er. Der soll hier in die Mitte, vielleicht ein bisschen höher, so. Und wir möchten, dass dieser jetzt von hier unten nach oben eingeflogen kommt.
Da gehen wir jetzt hier wieder auf Effekte, transformieren, ziehen den hier drauf. Und jetzt nehmen wir hier den Ankerpunkt oder die Position, das ist eigentlich egal, und machen einen Keyframe, ziehen das aus dem Bild raus, gehen ein paar Frames weiter und platzieren den dann da, wo er hin soll. Auch hier gilt wieder, ohne den Verschlusswinkel sieht das relativ langweilig aus. Wir bauen den jetzt mal hier ein. Auch hier nicht vergessen, den Haken wegzumachen und machen mal hier volle Möhre auf 360 Grad. Und jetzt seht ihr, na, gibt es hier schöne Bewegungsunschärfe. Und ja, es hat so eine gewisse Dynamik, die dann da durch entsteht. Schwupp. Schwupp, schwupp. Genau das wollen wir. Ja, damit könnt ihr ja mal ein bisschen rumspielen. Das ist möglich mit dem Transformieren-Effekt. Ein Effekt, der für viele Dinge sehr, sehr nützlich ist. Probiert es aus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch ein Like. Das würde mich freuen. Und ich bedanke mich jetzt für eure Aufmerksamkeit. Ich bin Lars Zacharias. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.